In diesem Kurzfilm werden wir Dr. Tauras an seinem Fastentag, den 10. Mai 2019, begleiten und Ihnen einen kleinen Einblick in den Ramadan ermöglichen. In Neumünster leben etwa 3500 Muslime aus verschiedenen Nationen, die sich seit dem 6. Mai in Verzicht und Demut üben. Einer, der sich den Herausforderungen des Fastens im Ramadan einen Tag lang stellen möchte, ist unser Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras. Damit Dr. Tauras weiß, wie ein Muslim fastet und für den 10. Mai vorbereitet ist, haben wir ihn in seinem Büro besucht und ihm erklärt, worauf er beim Fasten zu achten hat. Hallo Dr. Tauras, ich bin Melanie Jams vom Sozialdienst muslimischer Frauen Neumünster e.V. Ich bin selbst konvertierte Muslima und ich erkläre Ihnen jetzt heute, was Sie zu beachten haben, wenn Sie fasten. Also Sie dürfen nichts essen, nichts trinken von 5.16 Uhr bis 21.07 Uhr. Der 9. Monat im islamischen Mondkalender ist der Ramadan. Er dauert 30 Tage und schreibt den muslimischen Frauen und Männern ab der Pubertät das enthaltsame Fasten zwischen Morgendämmerung und Sonnenuntergang vor. Was hat Dr. Tauras dazu bewogen, einen Tag im Ramadan ebenfalls zu fasten? Sie haben das eben so schön gesagt, dass es eigentlich auf den Menschen ankommt, also nicht darauf, welche Religion er hat, welchem Glauben er folgt, sondern auf den Menschen. Und so halten wir es ja auch in dieser Stadt. Das ist das Schöne. Hier leben ganz viele Kulturen miteinander, ganz viele unterschiedliche Menschen, die sich einbringen in diese Stadtgesellschaft. Und dazu gehört natürlich, dass auch unterschiedliche Religionen hier existieren. Ich selbst bin protestantischer Christ, aber es gibt eben viele Christen, aber eben auch viele Muslime in dieser Stadt. Ich glaube, die größte Anzahl von Migranten in dieser Stadt sind Muslime. Und deswegen war es mir immer wichtig, an dem religiösen Leben der muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger auch teilzunehmen. Deswegen war ich schon öfters beim Fastenbrechen. Und jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, das wäre doch mal schön, so zumindest mal an einem Tag das mitzuerleben, was das denn eigentlich bedeutet. Denn bisher war es immer so, dass ich erst am Ende des Tages dann dazugekommen bin, praktisch an dem schönen Teil, wenn es dann ums Essen und Trinken geht und dort dann gute Gespräche hatte. Aber das einmal mitzuerleben, was es denn tatsächlich bedeutet, zu fasten, wie man sich so fühlt, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und natürlich möchte ich auch ein Zeichen an die Muslime in dieser Stadt richten, dass sie hier willkommen sind, dass wir hier alle gemeinsam leben und dass es in der Tat auf sie als Menschen ankommt und nicht darauf, welche Religion sie jetzt haben. Und gerne soll jeder Mensch seine Religion hier praktizieren dürfen. Wir haben Religionsfreiheit in dieser Stadt und das ist auch gut so. Das mal sehen, wie ich das mache. Also ich glaube, ich werde einfach früh aufstehen. Und dann nochmal mich einmal sozusagen satt essen und satt trinken und dann hoffe ich, gut durch den Tag zu kommen. Ich bin mal ganz gespannt, wie es wird. Mal gucken, wie ich mich dann fühle, wenn ich dann sozusagen da an dem Abend dann bei Ihnen erscheine. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Guten Morgen, Frau Hirsch, hallo. Guten Morgen, Herr Dr. Tauras. Wie geht es Ihnen heute? Gut geht's mir. Ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden, habe gefrühstückt vor Sonnenaufgang und jetzt kann's losgehen. Und heute müssen Sie keinen Kaffee für mich kochen, denn ich faste. Okay, gut. Ich habe natürlich ganz normal heute Morgen das Büro betreten, gleich Frau Hirsch gesagt, dass sie heute keinen Kaffee zu kochen braucht. Den ersten hatte sie schon aufgesetzt, aber den hat sie dann selbst getrunken, das ist dann so. Und ich hatte tatsächlich schon ein paar Termine, ein paar Gespräche hier am Tisch. Das geht auch gleich weiter so, ich darf gleich eine Veranstaltung eröffnen, heute Nachmittag noch an einer großen Veranstaltung teilnehmen, Schlusswort halten. Also insofern, ich habe noch ein bisschen was vor mir, bevor das Fastenbrechen dann endlich als Höhepunkt des Tages dann sein wird. Und bis jetzt kein großes Problem. Ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden, vor Sonnenaufgang, noch ein bisschen was getrunken, ein bisschen was gegessen und war damit gut vorbereitet auf meinen Arbeitstag.
Während Dr. Tauras seinen dienstlichen Verpflichtungen weiterhin nachgeht, haben die Vorbereitungen für das gemeinsame Fastenbrechen am heutigen Abend im Rathausfoyer bereits begonnen. Ramadan bedeutet nicht nur, auf Essen und Trinken zu verzichten, sondern auch, soziale Kontakte zu pflegen, sich gegenseitig zu besuchen und vor allem das Fasten in der Gemeinschaft mit Familie und Freunden zu brechen. Die türkischen Vereine der Fatih und Ditib Moschee, der Sozialdienst muslimischer Frauen, Neumünster TV und die Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe der Stadt Neumünster haben zahlreiche Gäste zu diesem Anlass eingeladen. Die Vizepräsidentin des Landtages Schleswig-Holstein, Frau Kirsten Eickhoff-Weber, richtete ihre Grußworte an über 500 Gäste und betonte die Wichtigkeit des sozialen Engagements und den Zusammenhalt im Ramadan. Gemeinsam das Fasten zu brechen, gemeinsam zu essen und zu trinken, Musik zu hören, miteinander zu reden, ist eine wunderbare Idee, miteinander zu sein. Ein wunderbares Zeichen, ein schönes Zeichen. Und es ist auch eine wunderbare Situation, dass wir heute bei all den Sorgen, bei all den Nöten, die wir haben, miteinander auch einen Augenblick der Nähe, der Begegnung haben können, in einem Fest, in Freude, in Zusammenhalt. Dafür danke ich und wünsche uns allen heute einen wunderbaren Abend. Danke. Der Ramadan ist aber auch ein Monat, der im Zeichen des sozialen Engagements steht. Man kümmert sich besonders um den Nächsten, in besonderer Art und Weise um die Menschen in Not und Armut. Es geht im Ramadan auch um soziales Engagement und es geht um Zusammenhalt. Aber gerade in einer Stadt wie Neumünster, in der seit Generationen Menschen mit internationalen Wurzeln leben, wissen wir, wie wichtig der Zusammenhalt ist. Mit der Einladung an alle Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner, schaffen Sie hier heute Abend eine solche Gelegenheit und dafür gebührt Ihnen unser Dank. Propst Stefan Block unterstrich die Gemeinsamkeiten der Christen und Muslime. Zugleich ist das Fasten auch eine Art innerer Konzentrationsübung. Und wir fühlen uns als Christinnen und Christen mit Ihnen, Muslime und Muslimen, verbunden darin, dass dieses sich innerlich konzentrieren wollen auf die Begegnung mit Gott wichtig ist. So grüße ich Sie als evangelischer Nachbar auch ganz besonders in diesem gemeinsamen sich offenhalten für die Begegnung mit Gott. Der Hamburger Islamwissenschaftler Ali Özgür Özdil erklärte den Gästen die unterschiedlichen Bedeutungen des Fastens im Ramadan. Der muslimische Gelehrte Al-Ghazali aus dem 11. Jahrhundert spricht von drei verschiedenen Arten des Fastens. Einmal gibt es die gewöhnliche Art des Fastens, was so ziemlich jeder macht. Das gewöhnliche Fasten ist nämlich der Verzicht auf Speis und Trank. Das heißt, wir essen und trinken nichts von Morgendämmerung bis die Sonne untergeht. Das heißt, wir fasten mit dem Magen. Das ist das gewöhnliche Fasten, was heute alle im Grunde, die gefastet haben, auch getan haben. Aber er sagt, dann gibt es noch einmal das besondere Fasten, das über das Gewohnte hinausgeht. Und das besondere Fasten ist, sagt er, das Fasten mit den Augen, mit der Zunge, mit den Ohren, mit den Händen, mit den Füßen. Also nicht an Orte zu gehen,
an die man nicht gehen sollte, nichts zu tun, was man nicht tun sollte, nicht etwas mit der Zunge zu tun, was man nicht tun sollte, wie zum Beispiel lügen oder fluchen. Und auch darauf zu achten, wohin man sieht und was man hört. Das ist das besondere Fasten. Das heißt, Fasten mit allen Sinnen. Und dann gibt es das sehr besondere oder das außergewöhnliche Fasten. Das ist das Fasten mit dem Herzen. Das heißt, das Herz vor allem Schlechten zu schützen. Er meint sogar, vor allen weltlichen, unnützen, vergänglichen Dingen zu schützen. Und genauso ist es auch mit dem Fasten. Empfinden wir das Fasten wirklich nur als etwas, wo wir körperlich leiden, weil wir nichts essen, nichts trinken, uns müde und schlaff fühlen? Oder fasten wir mit allen Sinnen und auch mit dem Herzen? Und dann sehen wir den Monat, den Tag und die Tat, die wir tun, mit ganz anderen Augen. Danke für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch mit dem Bürgermeister und dem Propst und anderen Menschen. Schließlich berichtete Dr. Olaf Tauras von seinem heutigen Fastentag, bevor der Imam Fatih Özer mit dem Gebetsruf das Fastenbrechen einleitete und gemeinsam gegessen wurde. Liebe Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner, meine sehr geehrten Damen und Herren, Salam Alaikum. Ich habe schon öfter am Fastenbrechen im Ramadan teilgenommen, aber in diesem Jahr ist es etwas sehr Besonderes für mich, das Fasten zu brechen, das schöne Essen zu genießen, sondern in diesem Jahr habe ich am heutigen Tage, wie viele Muslime auch, gefastet und enthaltsam gelebt. Ganz ehrlich, das war nicht ganz einfach für mich. Nicht zu essen, das war noch erträglich, aber auch nicht zu trinken. Da hat mein Körper mir schon so manches Mal signalisiert, jetzt wäre es eigentlich an der Zeit. Ich habe ja so oft Termine und da steht immer Kaffee auf dem Tisch, da steht immer Tee auf dem Tisch und heute durfte ich mal nicht zugreifen und das war gar nicht so ganz einfach für mich. Aber es hat geklappt. Alles in allem muss ich sagen, es war machbar für mich. Und dennoch hat mir diese Erfahrung gezeigt, wie schwer diese Zeit für fastende Muslime sein muss. Als ich gefragt wurde, ob ich mich im diesjährigen Ramadan für einen ganzen Tag am Fasten beteilige, musste ich nicht lange überlegen. Denn ich wollte damit ein Zeichen setzen, dass wir eine weltoffene und tolerante Stadt sind, in der wir die unbeschränkte Ausübung der Religionsfreiheit schätzen und gemeinsam mit den vielen Muslimen in Neumünster für eine bunte Gesellschaft stehen, für das bunte Neumünster, das wir sind. Meine Teilnahme am Fasten bedeutet weder, dass ich meine christlichen Werte aufgebe, noch dass mir mein Glauben nicht wichtig ist. Vielmehr ist es ein Zeichen an die vielen Muslime in unserer Stadt, dass wir alle miteinander in einer Gesellschaft mit gegenseitiger Achtung und Akzeptanz leben können. Dies scheinen aber leider nicht alle so zu sehen. Und so musste ich leider berichten, dass ich in den letzten Tagen in den sozialen Medien aufgrund meiner Teilnahme am muslimischen Fasten gerade aus der rechten Ecke so einen kleinen Shitstorm über mich ergehen lassen musste, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Ich war schon erschreckt, wie viel Hass auf den Islam und auf unsere demokratischen Werte existiert. Leider nehmen in unserer Gesellschaft die Angst vor dem vermeintlich Fremden und anderen Kulturen eher zu. Und deshalb möchte ich, dass wir heute nicht nur ein Signal der Völkerverständigung und der gesellschaftlichen Akzeptanz aussenden, sondern an die Islamophoben da draußen ganz klar senden: Wir Demokraten stehen zusammen gegen euch. Aber wir dürfen uns davon nicht in unserem Zusammenleben beeinflussen lassen, denn in einer globalisierten Welt kommt es darauf an, aufeinander zuzugehen und miteinander zu handeln. Genau wie wir das heute an diesem Abend miteinander tun wollen. Meine lieben Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner, ich darf mich auch im Namen unserer Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schettiger, die heute hier bei uns ist, ganz herzlich bei den Organisatoren des heutigen Fastenbrechens bedanken. Ich finde das ganz toll, dass hier viele Organisationen und auch mehrere Moscheen gemeinsam dieses Fastenbrechen organisiert haben. Das sollten wir auch wieder tun und weiter tun und gemeinsam diesen schönen Abend miteinander genießen. Jetzt freue ich mich auf das Fastenbrechen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Ashhadu anna Muhammad ar-Rasulullah. Mehr als 500 Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner aus unterschiedlichen Nationen waren heute Abend Gäste des Fastenbrechens mit Dr. Olaf Tauras. Dieser Abend hatte eine besondere Atmosphäre und stand im Zeichen des gegenseitigen Respekts und der Achtung füreinander als Menschen, die in unserer Stadt friedlich und gemeinschaftlich zusammenleben und zusammenhalten.